Es gibt Probleme beim beschlossenen Verkauf des IVG Oil Select 11. 20 Moorgate heißt das Objekt. Der Brexit kommt dazwischen. Wie geht's weiter? Wenn Sie darüber mehr wissen wollen, schauen Sie sich den Film an und lesen Sie den Bericht. Hallo, ich bin Anik Anwalt Jochen Esch. Thema Verkauf von Moorgate, dem Objekt von IVG Euroselect 11, heißt ja inzwischen anders, PMF, neue Verwaltung übernommen. Die berichten, dass der Preis nicht mehr zu erzielen wird, der als Mindestverkaufspreis vorgegeben wurde. Hängt mit dem Brexit zusammen. Ich fürchte, der Büromarkt in London wird ganz tief einbrechen. Schon jetzt gibt es deutliche Einbrüche. Die Mieten werden natürlich auch weiter sinken und das Pfund ist runtergefallen, in den Keller gefallen. Also die Mieteinnahmen kommen in Pfund. Anleger wollen es in Euro haben. Also es gibt auf mehreren Ebenen jetzt Probleme. Verfallene Mietpreise, sinkende Mieten, sinkender Pfundkurs im Verhältnis zum Euro. Das wird Probleme machen. Wurde schon jetzt gesagt, hoffentlich kriegen wir den Mindestkaufpreis, wenn nicht, dann lassen wir es einfach laufen. Ob das die Lösung ist, ob es dann nicht noch weiter in den Keller geht, wir müssen sehen. Ich mache mir Sorgen. Problem ist natürlich, dass die meisten Schadensersatzansprüche für die Anleger schon verjährt sind. 2005 ist wohl der Vertriebsbeginn gewesen, absolute Verjährungsfrist 10 Jahre, taggenau. Also man sieht an diesem Fall, man muss rechtzeitig handeln, dass könnte hier den Anlegern zum Verhängnis werden, wenn es jetzt tatsächlich zum Schlimmsten kommt und der Londoner Büromarkt bricht krachend zusammen. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, können Sie mich gerne anrufen unter der Berliner Telefonnummer 030-885-9770 oder wir können auch nochmal prüfen, was wir sonst machen können. Füllen Sie den Fragebogen aus. Wir melden uns. Sie bekommen eine kostenlose Erstentschätzung Ihres Falles.